Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man Piktogramme erstellt. Piktogramme sind ganz vereinfachte Bilder von ursprünglichen Situationen. Hier habe ich zum Beispiel einen Teil von einem Schmetterling. Und den kann ich, diesen Schmetterling kann ich in der Schule gut gebrauchen, wenn ich zum Beispiel Achsensymmetrie einfüge. Ich kann jetzt zum Beispiel hier das Ding duplizieren und dann einmal spiegeln und das dann zusammenführen und dann habe ich ein schönes Ding, wo die Schüler dann hier in der Mitte eine Achse einzeichnen können. Wie erstelle ich sowas? Ganz einfach, ich nehme mir einfach ein Bild als Vorlage. Zum Beispiel die Banane habe ich einfach selber abfotografiert. Dazu ist zu sagen, bei Bildern aus dem Internet wäre ich vorsichtig, wenn man da Sachen abzeichnet. Ich weiß nicht ganz genau, wie das mit den Bildrechten ist und dieser den Rechten an diesem künstlerischen Ding. Von daher einfach Bilder selber abfotografieren oder Sachen abfotografieren oder eventuell auf Bilder mit Creative Commons Lizenzen zurückgreifen. Da kann man dann auch reingucken, was dann alles erlaubt ist und kann dann eventuell dann damit arbeiten. Für die Banane nehme ich hier einfach mal die Kurve und fange an zu zeichnen. Das muss nicht genau sein, ungefähr nur. Das Schöne an dieser Kurve ist, die passt sich automatisch an und ich klicke immer hier dann die entsprechenden Punkte an. Die kann ich später noch anpassen. Und jetzt sehe ich, dass die Farbe ändert sich, die Form wird geschlossen. Erster Teil ist fertig. Dann zeichne ich jetzt die nächste Kurve. Und fange ich an. Jetzt kann ich hier ein bisschen rübergehen, damit die sich nachher überlagern. Das muss nicht genau sein. Und dann mache ich hier nur noch zwei Teile, einmal unten so ein kleines schwarzes Ende hin. Fertig. Und hier oben noch das braune. Und jetzt kann ich hier einfärben. Ich mache das mal ganz gerne so, dass ich jetzt zum Beispiel hier das Bild entferne. Und dann sage, dass das zum Beispiel hellgrau ist. Das wird ein bisschen dunkler. Dunkelgrau, das mache ich auch recht dunkel. Und schon habe ich hier eine Vektorgrafik. Ich finde es immer noch ganz schön, wenn man die Konturen entfernt. Das ist so Geschmackssache. Und das Ganze kann ich dann auch gruppieren. Das Bild packe ich einmal in den Download-Link unter dem Video. Da kannst du es dann selber runterladen und selber einmal ausprobieren. Was auch ganz cool bei Word ist, ist, dass auch hier Piktogramme zum Download bereitstehen. Wenn ich auf Einfüge gehe, kann ich hier mir unterschiedliche Sachen raussuchen. Hier ist Afrika, ein paar andere Sachen. Da haben die genauso nach der gleichen Methode gearbeitet. Und was auch ganz cool ist, ist, dass das alles auch Vektorgrafiken sind. Ich kann jetzt zum Beispiel hier die Gruppierung aufheben. Und dann habe ich ein Zeichnungsobjekt, wo ich dann auch eventuell diese Teile auseinanderziehen kann. Oder abändern kann, einfärben kann. Das ist eine ganz coole Sache.